Hallo, guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich habe eine kleine Info, und zwar können wir in Interlaken zwei Bibelfreizeiten anbieten, und zwar im Credo Schloss Unspunnen. Kann man auch googeln. Ich zeige euch auch gleich ein kurzes Video dazu und verlinke euch auch zur Homepage von diesem Credo Schloss Unspunnen im Kommentarbereich unten einen Link, dann könnt ihr euch dort informieren. Eine Freizeit könnte sein, es hängt ab von der Teilnehmerzahl, wie viele sich anmelden. Ja. Die sind aber sehr großzügig und sehr nett mit uns dort. Also ein Termin wäre vom 27.11. bis 4.12. dieses Jahr. Vielleicht kann man sogar schon ein bisschen Skifahren, je nachdem, wie da das Wetter ist. Die Berge sind sehr hoch, da gibt es Eiger, Mönch, Jungfrau. Es geht bis auf, glaube ich, 3000 und so viel Meter hoch. Sehr, sehr schöne Gegend. Also eine Freizeit wäre 27.11. bis 4.12.2022. Und eine Freizeit wäre nächstes Jahr ums Pfingstfest rum. Das wäre 29.05. bis 4.06. Da wäre dann die Anreise am Pfingstmontag aufs Abendessen. Ich wollte euch das nur mal so zurufen. Ich wäre dankbar und froh, wenn ihr euch da interessiert für. Wir werden auch da sicher ein paar prophetische Themen machen. Das ist ja jeweils eine Woche. Sicher Themen aus Daniel und auch Themen zur Wiedergeburt Jerusalems und sicher auch über die Offenbarung. Programm muss ich noch mal gucken, stelle ich noch zusammen. Was ich auch gerne machen würde, wäre einige Bibelstunden über alter und neuer Mensch, Freiheit vom Gesetz, Bindung an Jesus Christus, Glaubenswandel, Zuversicht, gerade so für so die Zeiten, die wir heute haben. Also es wird auf jeden Fall einen prophetischen Inhalt haben und auch einen Inhalt, der so ein bisschen mit dem Thema des Gesetzes des Geistes, das Gesetz Christi, alter und neuer Mensch, was bedeutet das für unser Alltagsglaubensleben hat, dass man so ein bisschen eine gesunde Mischung hat. Bibelstunden wird es geben, eine morgens, eine abends, sodass man einen Tag über frei hat, vielleicht zum Skifahren oder die Gegend zu erkunden. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr euch anmeldet. Würde mich freuen, wenn ihr da einen Klick hinterlasst. Ich zeige euch jetzt gleich noch ein Video von dem Credo Schloss Unspunnen, dass ihr so ein bisschen Eindruck auch vom Haus haben könnt. Dort gelten im Moment wohl noch 2G-Regeln, aber wir sehen überall, dass das geöffnet wird. Bis Weihnachten, glaube ich, werden andere Verhältnisse wieder herrschen. Und es ist auch so, dass man wegen Covid jederzeit absagen kann. Ja? Ich gehe davon aus, dass wir irgendwo im Frühjahr, spätestens im Sommer, auch ohne Gs wieder Glaubensversammlungen abhalten können. Das mal so zur kurzen Info. Schaut euch gerne das Video an. Freue mich, wenn ihr euch dort meldet oder euch zumindest euer Interesse einfach bekundet hier durch einen kleinen Mausklick. Ja? Alles Gute euch, Gottes Segen und bis bald.